Willkommen zurück zu Gothic hier auf dem Weg in die freie Mine mit Gorn. Hallo. Lass es gehen. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Ich war da eh von alleine, da sind keine Gardisten mehr. Es sind halt jetzt neue aufgetaucht. Sagt mir nicht, ihr kommt nicht hinterher, weil ich zu schnell bin oder so. Das wäre nicht doof. Jungs, wo bleibt denn ihr? Meine Güte, seid ihr lahm. Dafür, dass sie so joggen oder so tun, als ob, sind sie echt langsam. Nein, Waffe. Ich sagte, Waffe. Ich habe keine Waffe ausgerüstet, natürlich, weil ich zwischendurch die Stärke verloren habe. Puh, Glück gehabt. Gerade noch rechtzeitig gemerkt. Dann speichere ich hier auch nochmal eine Runde. In dieser unheimlichen Höhle auf dem Weg zur Mine. Ich hoffe ja, ich habe jetzt nicht mit dem Schlachten von den Gardisten die Quest kaputt gemacht. Vorsicht! Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Nein, Waffe! Meine Güte! Dass er immer auf Magie wechselt, sobald man... sobald man irgendwie... mal irgendwie kurz aus dem Spiel raus war. Na komm, Gucci Gucci. Bitte nur einer. Yep. Gorn, geh du mal vor, du kannst das. Dumm, die dummen Krallen, Nacke. Boah, so schwer waren die jetzt nicht, oder? Und vor allem in Rudeln? Hallo, wieso in Rudeln? Die sind doch. Komm doch alleine auf mich zu. Ja, okay, sie halten schon ein bisschen was aus. Das kann man so sagen. Ich glaube, mit zwei auf einmal werde ich da nicht fertig. Aber ich kann die einzeln hierher locken. Ich bin ja gut. Und außerdem habe ich Gorn, der vorrennt. Kann ich den letzten Schlag machen? Yippie! Ja, ich kriege auch so die Erfahrung. Wir sind ja im Team gerade, Gorn und ich. Wahrscheinlich die anderen vier auch. Das lief super. Was war das? Ich brauche 90 Lebenspunkte. Wie kriege ich 90 Lebenspunkte? Wie kriege ich 90 Lebenspunkte? 22. 88 und dann nochmal 5. Meinetwegen 88 und 5. Also ein Wasser und 4 davon. Das war blöd. So, die Tränke würde ich mir gerne aufhalten für nachher, wenn es wirklich zum Kampf mit Gardisten kommt. Damit ich möglichst schnell mich hochheilen kann. Ich werde es wahrscheinlich nicht alle brauchen, aber lieber Tränke haben als Tränke nicht haben, ne? Jetzt schon wieder. Oh, bist du lahm? Warum ist das Warte so langsam? Mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Feigling. Wenn du unten bist, komme ich nach. Feigling. Feigling. Ich war doch hier schon. Das meinte ich vorhin mit, ich hoffe, ich habe die Quest nicht kaputt gemacht. Weil ich war ja hier schon mal und habe die ganzen Gardisten ausgeräuchert. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Quest, die aktuelle Quest gerade, irgendwie so einen Kampf als Trigger braucht oder so, um irgendwie erfolgreich weiterzugehen. Das wäre sehr ärgerlich. Da liegt noch einer. Habe ich den nicht ausgenommen? Sieht so aus. Oh je, wer ist das denn?
Der ist aber auch neu, sonst hätte ich dir das Zeug abgenommen. Nun gut, wie komme ich jetzt da rein? I want to go inside. Vielleicht dadurch? Ah, ist dann. Ah, hier ist die Winde für das Tor, okay. Alles klar. Ich bin voll geheilt, ich muss nicht schlafen. Ich habe volles Mana. Na dann. Tor öffnen. Gorn, wo bist du? Du wolltest kommen, sobald ich unten bin. Ich bin unten. Naja, kommt bestimmt, sobald ich in der Mine drin bin. Boah, ist hier düster. Nehme ich doch mal eine von meinen 105 Fackeln. Und gehe einen kleinen Zentimeter nach vorne und plötzlich bin ich drin. Wo genau sind jetzt meine Kumpels, die hier irgendwie mit wollten oder so? War da nicht was? Was seid ihr denn für Kameradenschweine? Von wegen, ihr kommt nach oder du kommst nach. Ja, jetzt ist er da. Ja, erzähl mir. Hallo. Verteidige dich, erkläre dich. Auf in den Kampf! Ja, nach dir. Soll ich da jetzt ernsthaft alleine reingehen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da heile ich mich aber vorne mal hoch. Das geht ja sonst nicht. So, dann ziehe ich meine Waffe. Dann speichere ich. Und weil ich es kann, speichere ich zweimal. Ja, alle Probleme sind zwar ein bisschen besser geworden, sind deutlich besser geworden, aber leider immer noch da. Als ich vorhin die Aufnahme gestartet habe, konnte ich das Spiel kaum starten. Gorn, bist du hinter mir? Ja, Gorn ist da, immerhin. Immerhin. Ach du Scheiße, hauen die rein. Gorn, ich halte es hier nicht aus. Du, nein, ich wollte nur in Deckung gehen hinter dem Felsen. Laden nicht jedes Mal so lange dauern würde, könnte man es sogar tatsächlich als Taktik benutzen. Einfach rein, ein, zwei angreifen, raus, heilen. Weil die Gardisten ja da nicht durchkommen. So. Ja, und jetzt spinnt die Steuerung um. Yay! Oh mein Gott, ist das super. Ja, dann speichere ich eine Runde und... Ah, die Folge geht jetzt 13 Minuten. Was soll's, dann ist die Folge halt ein bisschen kürzer. Tut mir leid, aber... Was erzähle ich denn da für einen Unsinn? Die Folge ist erst 8 Minuten lang. So ein Unsinn. Natürlich geht die noch weiter. Ich musste bloß... Ich schreibe mir das ja immer auf, wann ich spiele und von wann bis wann die Folgen gehen, damit ich nachher einfacher schneiden kann. Und da habe ich mir nebendran aufgeschrieben, dass ich da 5 Minuten rausschneiden muss. Das war vorhin wegen der Türklingel. Das war aber die Folge vorher. Ich depp nicht diese hier. Also dann, auf in den Kampf. Los geht's. Tada! So, jetzt aber. Ach, der steht wieder. Und tankt natürlich. Ah. Wo sind die anderen? Warum war da jetzt gerade keiner hinten dran? Muss ich jetzt Gorn nochmal sagen, dass es losgeht? Oder was ist da los? Das versuche ich jetzt gleich mal, sobald es geladen hat. Gorn? Du? Hallo. Los geht's. Auf in den Kampf! Ja. Auf in den Kampf. Jetzt komm schon. Kommst du? Und wo sind deine Jungs? Ich dachte, wir sind hier ein kleines Kommando. Sag mal, ich muss jetzt mal gucken, wo die anderen drei sind. Oder anderen vier. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht ernsthaft alleine da drin gegen so eine Übermacht bestehen. In irgendeiner Weise. Das wird so nix. Das kann ich jetzt schon sagen, das wird so nix. Den habe ich auch noch nicht ausgenommen, okay.
Ist zwar nicht ganz die feine Art, aber hey, er braucht's nicht mehr. So viel ist sicher. Na, was braucht denn hier? Für einen Unsinn. Da gucke ich einmal 5 Sekunden weg. Um was aufzuheben. So. Jetzt aber mal ernsthaft. Wo sind die anderen 3 Männer? Ich glaube 3 waren's. Cord und noch 2 Söldner. Warum? Warum seid ihr nicht dabei? Ernsthaft, ich bin euer Anführer. Gorn hat gesagt, kleines Kommando, ein paar Männer. Und ein paar Männer sind nicht nur 2. Gott, wo sind die? Jetzt sag mir nicht, die sind echt ganz hinten geblieben. Hätte ich denen das allen einzeln sagen müssen, dass es losgeht? Dann ist Gorn aber kein guter Befehlszweitergeber. Oder ist es einfach nur Unsinn, was ich gerade hier mache? Und ich muss das zu zweit mit Gorn schaffen. Dafür fühle ich mich gerade ehrlich gesagt zu schwach. Vor allem, weil die Typen gerade auf mich drauf schießen, aus der Entfernung, und ich nichts dagegen tun kann. Gut, ich könnte meine Söldnerrüstung anziehen, hätte ich immerhin nochmal 5 Pfeilschutz mehr, aber halt weniger Waffenschutz. Wobei, davon habe ich ja eigentlich eh genug von Waffenschutz. Jetzt versuche ich mal, mit der mittleren Söldnerrüstung da reinzugehen. Vielleicht bringt das hier was. Jetzt sage ich aber erstmal denen, dass es losgeht. Sei gegrüßt. Oh, ernsthaft? Ihr kommt nicht mit. Hallo. Ihr kommt wirklich nicht mit. Das ist ganz schwach von euch. Das ist ganz schwach. Ah, ich dachte hier, kleines Kommando, eine Handvoll Leute und nicht 2 Leute. Von denen der eine draußen rumsteht und ich alles alleine machen muss. Ah, Gorn, komm mit. Das ist ein Befehl. Ich dränge dich jetzt da rein. Na gut. Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Danke. Hoffentlich ist er jetzt da. Das klingt, als wäre da was hinter mir gewesen. Egal, du hast keine Waffe. Nein! Nein, 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 nicht den Gardisten. Nicht den. Der mit der Waffe, verdammt. Ah, jetzt bin ich schon wieder fast... Ja, so viel dazu. So viel zu fast tot. Sag mal, Gorn, was ist los? Warum kommst du nicht mit? Warum? Ist es... hoffentlich ist es nicht verbuggt, weil ich zwischendurch wieder raus bin. Ich wüsste nicht, warum. Warum es dann verbuggen sollte. Zumal es ja eh, ehrlich gesagt, aus Versehen passieren kann, wenn man einfach davonläuft. Gorn. Kommst du mit? Bitte. Nein, tut er wohl nicht. So, alle wieder zurück. Wie? Der hält wieder seine Armbrust. Die Sau. Achso, ich hab geladen. Das ist dämlich. Ich muss hier weg. Ich muss rein, einen umbringen und wieder raus. Alles andere klappt nicht. Das ist gerade ein bisschen frustrierend. Ach so, ja richtig, ich wollte die Söldnerrüstung anziehen. Dann versuche ich es mal damit. Vielleicht geht das ja besser. Letzter Versuch für diese Folge. Los geht's. Gorn? Kein Gorn. Also gut, der hier vorne hat schon keine Waffe mehr. So, der ist außer Gefecht. Wo ist der nächste? Der hat Nahkampf. Nahkampf ist halb so wild. Nahkampf ist echt nicht wild. Nein, Ziel! Gut. So, wie gesagt, Nahkampf ist halb so wild. Da halte ich einiges aus. Da drüben ist noch einer, der schießt, glaube ich, oder? Ja. Yep. Der trifft mich aber nicht, weil ich tangential zu ihm laufe. Haha. Feigling, komm zurück! Tschüss. Ich komme zurück, aber erst, wenn ich voll geheilt bin. So. Jetzt habe ich ernsthaft eine realistische Chance.
Das heißt, ich würde jetzt den letzten Schützen außer Gefecht setzen und dann den mit der Waffe. Und dann kann ich die alle der Reihe nach komplett umbringen, damit die nicht mehr über mich herfallen. Das werde ich dann aber wirklich nächstes Mal tun, weil ich mich jetzt wieder ewig hochheilen muss mit den ganzen Pflanzen. Und ihr findet das bestimmt voll langweilig, wenn ich jetzt hier eine Sache nach der anderen runterschütte, runterwürge. Deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal verprügel ich dann endgültig diese Idioten, die die freie Mine belagern. Tschüss!